Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr seht, hat sich ein bisschen was verändert. Willkommen auf meiner Airsoft Couch. Wir haben auch heute gleich ein Review, und zwar die Striker S1 von der Firma Ares. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde uns das Ganze von Begadi, und ob das Teil was taugt, das seht ihr gleich nach dem Intro. Fangen wir auch gleich mal mit dem Lieferumfang an. Im Lieferumfang natürlich ist dieser schön designte Karton mit einem Abbild von der Waffe und jeweils an den Stirnseiten Warnhinweise oder Sachen, die man allgemein beachten sollte. Im Inneren ist die Waffe schön in einer Pappschachtelung verschachtelt und ist so sehr gut vor Schäden geschützt. Die Waffe selber befindet sich auch nochmal in einer Plastiksäckchen, kennen wir von WE beispielsweise. Im Lieferumfang integriert ist natürlich die Waffe selbst. Das Scope ist jetzt nicht dabei, das ist von Begadi montiert. Und das Magazin. Natürlich ist auch dabei ein Messprotokoll. Dann haben wir noch eine Bedienungsanleitung in Deutsch, Englisch und Japanisch. Oder Chinesisch, Entschuldigung. Und ein Laufreinigungsstäbchen ist ebenfalls mit dabei. Kommen wir nur noch dazu, ob diese Waffe ein reales Vorbild hat. Dies kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Wir haben zwar gewisse Details, die an echten erinnern, wie zum Beispiel der Fluted Barrel und das Magazin. Ist sehr der Remington nachempfunden. Und der Stock, wie wir es jetzt hier haben, ähnelt sehr arg dem MacBull Hunter Stock. Kommen wir nun zu den technischen Daten von der Striker S1. Der Hersteller, wie schon erwähnt, ist die Firma Ares, der Importeur in dem Fall GSG. Zu bekommen ist das Ding bei Begadi, Link setze ich euch in die Videobeschreibung. Das Ganze ist ein Federdrucksystem im Kaliber 6 mm. Das Hop-Up ist einstellbar, zeige ich euch später auch noch wo. Und die Materialien sind Metall- und Kunststoffparts. Das Magazin fasst 45 Schuss. Die Energie wird zwischen 1,6 und 1,7 Joule angegeben. Das haben wir natürlich beim Schuss und beim Chronotest für euch nachgeprüft. Die Gesamtlänge der Waffe beträgt 1085 mm und das Gewicht 2325 Gramm. Der Preis für das gute Stück bei Begadi beläuft sich auf 219 Euro. Die Verarbeitung der Striker S1 ist fast tadellos. Wir finden kleine Geräte auf den Kunststoffteilen, aber der Außenlauf, der aus Aluminium gefertigt ist, genauso wie die Picatinny-Schiene zum Anbringen des Scopes, sind tadellos verarbeitet. Sprechen wir nur noch kurz die Markings an. Die Markings sind vom Schützen auf der linken Seite einmal das Amiiba-Logo, das die Aufschrift Amiiba Arms, die Typenbezeichnung Striker S1 und eine fortlaufende Seriennummer. Vom Schützen auf der rechten Seite befinden sich noch Markings wie das GSG Kaliber 6 mm und das FM5-Heck. Dann haben wir noch Warning, Read Owner's Manual Before Used und Patent Warning bzw. ein paar kleinere Aufkleber. Um das Hop-Up einzustellen, ist in der Picatinny-Schiene eine kleine Aussparung vorhanden. Hier kann man die Martenschraube mithilfe des mitgelieferten Imbus problemlos einstellen. Die Schaftkappe ist leider nicht gummiert, sondern aus Kunststoff gefertigt. Die Slingaufnahme kann sowohl links als auch rechts montiert werden. Vorne unter dem Flashhalter findet sich noch ein 22 mm Negativgewinde. Kommen wir nun zu den inneren Werten von der Waffe. Dafür schwenken wir um auf die Sicht von oben, und zwar in die Werkstatt. So, schauen wir nun ins Innere von der Striker S1. Machen wir als erstes mal das Zielfernrohr runter. Das lege ich mal auf Seite. Dann besorgen wir unser Werkzeug. Das einzige Werkzeug, was da braucht, ist ein sehr großer Schlitzschraubenzieher. Und ansonsten ist eigentlich alles bei der Waffe dabei. Hier natürlich dieser positive Aspekt ist, dass der Imbus für die Schrauben und der Imbus fürs Hop-Up
mit an der Waffe verstaut werden kann. Somit empfällt sonstige Werkzeug mit Schleiferei. So. Du machst erstes den Bolt entfernen. Um den Bolt zu entfernen, hier hinten da an der rechten Seite vom Schützen den Pin nach außen durchdrücken. Und dann fliegt er hier auch schon raus. Den legen wir uns auf Seite. So. Jetzt kann der Bolzen einfach nach hinten entfernt werden. Den legen wir uns auch erstmal auf Seite. Gehen wir noch schnell zum Hop-Up bzw. zum Laufwechsel. Der Lauf wird über diese Imbusschraube hier gewechselt. Die muss man öffnen. Diese Schraube hebt man es auch auf. Dann müssen wir an der Vorderseite die Slingöse bzw. die Halterung für das Harris Bipod entfernen. Die kann man ganz einfach rausschrauben. So, und dann können wir den Schaft nach vorne abziehen. Den legen wir uns auch mal auf Seite. So, dann im Inneren die Hop-Up-Zuführung bzw. die Kugelzuführung, sag ich jetzt mal. Dazu brauchen wir den leichten Schlitzschraubenzieher. Vorsichtig aufdrehen, dass man das Gewinde nicht schottet. Und wenn es locker ist, einmal plumpst er auch schon raus und man kann ihn entfernen. Dann auf der Oberseite das Hop-Up, das hier oben eingestellt wird durch den Imbus, der wie gesagt im Handgriff mit untergebracht ist. So weit rausdrehen, dass die Madenschraube das obere Ende anschaut und dann können wir den Außenlauf gegen den Uhrzeigersinn abdrehen. So, viele werden sich jetzt denken, huch, ein schwarzer Lauf. Ja, das liegt daran, dass ich bei meinem schon den MedBull-Lauf eingebaut habe. Gut, dann entfernen wir noch oder gehen wir noch an die Trigger Unit. Dazu die hintere Schraube noch entfernen, die hier verbaut ist. So, und dann vorsichtig nach vorne hochklappen und nach hinten wegnehmen. So, jetzt kann man den Unterschaft abziehen. Den legen wir uns auch mal auf Seite. Und dann kommt jetzt hier zum Vorschein die Abzugseinheit, der Magazinschaft und die Zylindertrageeinheit. Das Abzugsgewicht lässt sich hier über diese kleine Schraube einstellen. Ich hoffe, man kann es sehen. Dreht man es weit genug rein, so wird es verhöht. Dreht man es raus, so wird es vermindert. Gut, das brauchen wir erstmal nicht. Legen wir uns auf Seite. Gut, das ist unsere Einheit. Unsere Zylindereinheit. Fällt auf jeden Fall, dass sie kleiner ist als die Standardeinheiten von den Federdrucks. So, jetzt nehmen wir uns hier so eine kleine Spitzzange, gehen hier vorne vorsichtig rein, dass man das Nozzle nicht beschädigt und drehen es vorsichtig auf. Hier aufpassen, der Zylinderhead steht natürlich unter Druck. Beim letzten Gewindegang wird das Ding aufhüpfen bzw. aufspringen. Hier ist Vorsicht geboten. So, da kommt auch gleich der Zylinderhead zum Vorschein, ist gummiert mit einer schönen Abdeckung oben drauf. Der Piston, die Feder und natürlich der Spring Guide. Kommen wir nun zum Eigentlichen. Also der Piston fällt jetzt auf jeden Fall auf bei meiner. Ich habe in der Mitte Panzertape rumgewickelt, aus dem einfachen Grund, weil der im normalen Zustand ist der Piston relativ leicht. Dadurch kann man, ist die Joulezahl oder die Energie, was ausgestoßen wird, nicht so hoch, wie sie sein kann.
Ich habe es so gemacht, ich habe Panzertape außen rum gewickelt, dass das Ding an Gewicht gewinnt und somit man besser oder höhere Energien erzielen kann. Zumal auch noch der O-Ring, der wo von Haus aus verbaut ist, ist relativ klein. Hier würde ich auf jeden Fall einen größeren empfehlen, der das Ganze dann noch etwas besser abdichtet. Was man auf jeden Fall machen muss, ist zusätzliche Schmiermittel aufbringen, weil der Zylinder, wenn er kommt, ist relativ trocken. Am Stahlnozzle kann man nicht meckern, dichtet hervorragend ab, ist mit einem O-Ring obenrum. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Teflonband mit rein, um es noch dichter zu bekommen, das System. Gut, der Zylinder ist natürlich mal was Besonderes in der Hinsicht, kein Standard. Und ja, also die Internals an für sich machen einen sehr guten Eindruck vom ersten Moment. Natürlich ist Luft nach oben, aber das hat man überall. Und was man tauschen muss, so in meinen Augen, ist auf jeden Fall der Lauf und den Pisten ein wenig schwerer machen. Dadurch läuft es auch ruhiger und man hat nicht so dieses Nachwippen. Wenn man draußen schießt zum Beispiel, macht es ab und zu mal Bim und das wird damit ein bisschen verringert. Gut, wie gesagt, das war's aus der Werkstatt, was die internen Werte angeht. Ich gebe zurück rüber auf die Airsoft Couch. Wir haben diese Waffe auch natürlich wieder überprüft auf Spielbarkeit und haben sie windstill in einer Halle auf Präzision getestet und auch den Chrono durchgeführt. Gekront haben wir mit 0,20 Gramm BUBBs, womit wir einen Einheitswert haben im Vergleich zu unseren anderen Chronowerten. Und Präzision haben wir geschossen mit 0,28 Gramm BUBBs. Und die Ergebnisse, was da rausgekommen sind, das zeigen wir euch jetzt. Kommen wir nun zum Fazit von der Striker S1. Die Striker S1 ist auf jeden Fall ein Gewehr, das auf jeden Fall grundsolid ist, was eine schöne Basis hat. Die Kompatibilität mit den SAEG-Federn ist auf jeden Fall was Besonderes, was die Waffe auf jeden Fall sehr einfach zu tunen geht, sage ich jetzt mal. Und was auch machbar ist, weil wir bekommen ziemlich manchmal ein paar Nachfragen, auf eine 05er Sniper ist hier natürlich sehr gut machbar durch Kürzen der Feder oder sonstiges. An für sich finde ich, also ich habe die Waffe jetzt schon zweimal gespielt, muss ich sagen. Also ich habe mich in das Teil verliebt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die Basis, was die Waffe hat, ist wie gesagt für den Preis von 219 Euro bombastisch. Also ich finde sie klasse. Ich kann sie euch ans Herz legen. Man müsste halt nur noch ein bisschen den Lauf vielleicht tauschen. Gegen einen höherwertigen, zum Beispiel Edgy oder Mad Bull, wie im Tuning-Part schon angesprochen. Beziehungsweise die Internals ein bisschen überarbeiten, damit die ganze Geschichte besser abdichtet. Aber so an für sich ist es ein sehr schönes Gewehr, was besonders leicht ist. Gerade bei Snipern sind sie ja meistens ziemlich schwer. Und die Leichtigkeit von dem Gewehr, gerade im Feld, ist ein riesengroßer Pluspunkt. Gut,
Wie gesagt, ich kann es euch ans Herz legen. Alles, was ihr zu der Waffe wissen müsst, ist in der Videobeschreibung drin. Ich würde mich über ein Abo, über einen Kommentar oder einen Daumen, negativ als auch positiv, sehr freuen. Und verabschiede mich in der Hinsicht. Euer Heubi, FV, tschö mit Ö. Macht's gut.